So, hallo zusammen. Also heute möchte ich mit Final Fantasy 13 beginnen. Ich kenne das Spiel schon lange, also bestimmt schon seit 1999, als ich das Final Fantasy Nummer 8 gespielt hatte. Und damals war ich so ziemlich begeistert von diesem Spiel, auch wenn es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Also die Kämpfe, die, wie soll ich erklären, also die Kämpfe sind irgendwie ungewohnt auszuführen. Aber das wird man jetzt auch sehen, wenn ich das Spiel anteste, dass es sich halt ein bisschen anders spielt. So, dann beginne ich mal ein neues Spiel. Ups. Und ich wähle einfach den normalen Modus, weil ich denke mir, das sollte schon hinhauen. Ich kenne das Spiel ja. Ich hatte ja auch mal das Final Fantasy Lightning gespielt. Das ist das folgende Spiel, also was nach Final Fantasy 13 kommt. Und das hat mir auch mega gut gefallen. Es war jedoch aufgrund der Zeiteinschränkung sehr, sehr, sehr schwierig, sodass ich es noch nicht zu Ende gespielt habe. Aber vorerst möchte ich dieses hier beenden und dann das Lightning anfangen. Also grafisch sieht das Ganze ja ziemlich cool aus, finde ich. Auch die verschiedenen Charaktere sind sehr schön gestaltet. Nichts Übertriebenes. Sehr schöne Gesichter, finde ich auch. Und ja, jetzt von der Geschichte her müssen wir schauen. Ja, und da ich mir heute den Controller besorgt habe, einen relativ günstigen, möchte ich dieses Spiel mal mit Controller spielen, um zu sehen, ob es vielleicht doch einfacher ist, dieses Game per Controller zu spielen, weil mit Tastatur geht es natürlich auch, ging es sehr gut, aber es sind sehr, sehr, sehr viele Tasten, soweit ich mich erinnern kann, zu bedienen. Aber mal gucken, also ich muss das ehrlich gesagt alles noch testen. Ich weiß auch nicht, ob mir das der Controller überhaupt zusagt.
Ja, so wie es aussieht, kommt jetzt gleich der unser erster Kampf. Mit einem, keine Ahnung was das jetzt ist, ein Gerät auf jeden Fall. Ein Fluggerät. Ich überspringe jetzt mal das Tutorial, weil ich weiß ja... Ups. Das war jetzt eigentlich nicht so gewollt, aber ich muss mich an den Controller noch gewöhnen. Ja, also dieser Kampfmodus ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das stimmt. Also man muss immer dieses Rumgeschalte und so, das hätte man auch irgendwie anders gestalten können, ja. Aber es ist halt typisch Final Fantasy. Aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dran und es ist wirklich spannend. Das Spiel. Zumindest bei Final Fantasy Lightning konnte ich echt nicht mehr aufhören. Das war schon... Da habe ich extrem viele Stunden gespielt, weil es mir echt gut gefallen hat. Ich muss es natürlich auch x-tausendmal von vorne anfangen, weil ich einfach nicht mit der Zeit mitkam. Ne? Ich war viel zu langsam. Weil das ist ja zeitbegrenzt. Aber dies ist hier zum Glück nicht. Aber ich muss sagen, so kampftechnisch lässt sich dieses Game auf jeden Fall besser mit Controller spielen. Weil dazu muss man dann doch immer hin und her viele Tasten drücken, wo und auf den Controller hingegen hauptsächlich nur ein. Es ist halt irgendwie kompakter. Ich habe die Möglichkeit eben mich zurückzulehnen, wodurch ich irgendwie meinen Nacken schone, denn ich habe, wenn ich lange spiele und so, wenn ich viele Stunden spiele, habe ich dann immer Nackenschmerzen. Aufgrund meiner verkrümmten Haltung am Computertisch, dadurch, dass man ständig die Maus hält und die andere Hand an der Tastatur hat, nimmt man eben eine sonderbare Haltung ein, Körperhaltung ein und ja, dadurch bekomme ich immer Nackenschmerzen und aus dem Grund ist der Controller vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich muss mich aber wirklich dran gewöhnen, es ist ganz was anderes. Normalerweise klebe ich auch gerne am Bildschirm mit meinen Augen. Auch das sollte eigentlich nur ein Vorteil sein, dass man ein bisschen weiter weg vom Bildschirm sitzt. Wobei ich mich ja auch vorsetzen könnte. Ich muss jedoch testen, ob man dieses Mikrofon auch entfernt, ob dieses Mikrofon auch entfernt gut meine Stimme aufnimmt. Es muss nämlich nicht sein, ne? Es ist zwar ein gutes Mikro, aber kein super gutes Mikro, ne? Es wäre auch nicht so positiv, wenn man mich kaum hören würde, aber das muss ich eben alles testen. Und ja, dann gehen wir mal. Kameraeinstellung anpassen. Ups. Ja, es passt eigentlich gut.
Also ich kann da... Ups. Mit dem rechten Kreisel oder wie auch immer man das nennt, die Kamera drehen, das ist auch recht fein. Jetzt muss ich nur schauen. Ah ja, und so läuft sie. Ich hätte zwar lieber die Pfeiltasten, also dieses Kreuz, zur Benutzung von Laufen, aber das kann man anscheinend nicht machen, nicht umstellen. Und hier kann man jetzt zum Beispiel speichern. Ja, ich hatte da schon was gespeichert gehabt. Und ich speichere das einfach drüber, weil ich brauche da keinen neuen Speicherpunkt. Das ist dasselbe im Grün. So. Unterwegs lauern zahlreiche Gegner. Je nach Wachsamkeit und Sensibilität sind sie in der Lage, feindliche Einheiten schnell und präzise zu lokalisieren. Sobald einer der Gefährten von einem Gegner geortet wird, beginnt die rechts oben im Bildschirm eingeblendete Navikarte zu blinken, um die sich anbahnende Gefahr zu signalisieren. Bei Kontakt mit dem Gegner kommt es unweigerlich zum Kampf. Ja, das kennen wir. Ja, das ging recht schnell, ne? Aber wie ich das Spiel kenne, werden da noch einige sehr schwere Gegner auf uns zukommen. Sonst weiß ich nicht, was das ist. Aber man kann nichts machen in deren Nähe. Glaube ich mal ein bisschen vor. Ja, jetzt blinkt wieder der Dings oben. Ein neuer Kampf. Aber die sind... relativ schnell erledigt, zum Glück. Für den Beginn mal, ne? Da vorne haben wir wieder Gegner. Das ist die AOE, die sich recht gut macht, so wie es aussieht. Und wir haben ja hier drei Gegner, also... Was ich jetzt noch gucken muss, ja, es gibt so Speicherpunkte, ne, wie wir vorher gesehen haben. Ich muss jetzt dann bald zur Arbeit. Wäre gut, wenn ich noch einen finden würde. Was haben wir denn da? Aha, cool. Jetzt haben wir einen Heiltrank erhalten. Die werden wir später gut gebrauchen können. Das kann ich jetzt schon sagen. Not wanting to get purged, I get. But taking on trained soldiers? Better to die than get sent to pulse. It's hell. Ah, das sind sogenannte Tore. This place is exactly paradise. Domesticated peacekeepers. Nothing to worry about. Wo diese Mobs hier rauskommen, ne?
Scheiße. So Portale. Oder so. Jetzt spiele ich noch diesen Kampf. Danach muss ich leider speichern oder abbrechen. Ja, momentan, da wir zu zweit spielen, kämpfen wir abwechselnd. Das hatte ich ganz vergessen, dass es wirklich so ist, dass man hier auch teils abwechselnd kämpft. Und eben nicht gleichzeitig, ja, das stimmt, also es ist schon gewöhnungsbedürftig, dass es war. Gespeichert haben wir es ja. Ah, da unten kommt schon wieder ein Mob. Ah, Mist, Rundumschlag. Wer, also hat sie eh gemacht. Ja, die sind relativ schnell erledigt, diese ersten Mobs, ne? Aber es wird dann nach und nach... Das wird sich dann mit Sicherheit ändern. So wie ich das Spiel kenne. Jetzt momentan irre ich ein bisschen im Dunkeln herum. Und dann haben wir auch nur diese paar Fertigkeiten, ne? Also muss ich Gegenstände nehmen, oder wie? Ein Heiltrank heilt gleichzeitig die TP aller Kampfmitglieder. Die Verwendung von Gegenständen verbraucht keine ATB-Balkenabschnitte und wird sofort ausgeführt. Lightnings Kampfunfähigkeit hat unweigerlich ein Game Over zur Folge, selbst wenn die anderen Kampfmitglieder noch kampffähig sind. Daher sollte man in brenzligen Situationen nicht zögern, Heiltränke zu verwenden. Ja, das wird schon sein, aber... Ich verstehe nicht, wir haben ja nichts verloren gehabt. Ah.
Habe ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Obwohl es ja unten angezeigt wird. In diesem Spiel muss man sich immer so ein bisschen einspielen. Do we turn back? There's no time. Then what do you suggest we do? Quiet. Leave this to me. Nach und nach gewinnt man immer mehr Fähigkeiten natürlich dazu. Momentan haben wir nur die Bar. Ich schaue noch mal da drüben, was da dahinter ist. Ja, ich komme schon. Aber ich möchte nur gucken, ob es hier noch was gibt. So. Ich muss auch erstmal checken, was hier abgeht. Hey. Das ist natürlich ganz anders als Final Fantasy Lightning Returns. Weil das hatte ich ja gespielt damals. Schon eine ganze Weile her. Nö, nicht wirklich, ne? Wir rennen von einem Mob zum anderen. Und das sieht jetzt nicht so einfach aus. Aber so wie es aussieht, müssen wir uns befreien von diesen Monstern. Und das sieht mir arg nach einem Boss-Mob aus, aber... kann mich ja natürlich auch irren. Was?
Dieses Tutorium erklärt die taktischen Elemente Serienbonus. Ja, machen wir das mal. Wähle Attacke oder zweimal angreifen und dann den Psychomarodeur als Ziel aus. Hm. Die Anzeige hat sich in die obere rechte Bildschirmecke verschoben und der Serienbalken hat sich etwas gefüllt. Durch eine Serie von kurz aufeinanderfolgenden Angriffen füllt er sich immer weiter und die Potenzzahl darunter steigt. Beim Gegner verursachter Schaden wird mit der Prozentzahl multipliziert. Prozentzahl, ne, habe ich vorher wieder falsch gelesen. Steigende Prozentwerte zeigen den Serienbonus an. Je öfter ein Gegner getroffen wird, desto mehr Schaden verursachen die Angriffe. Verursache durch aufeinanderfolgende Angriffe den Serienbalken beim Psychomarodeur vollständig zu füllen. Versuche. Okay, ja, ich bin ein bisschen müde, habe jetzt bis jetzt gearbeitet, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer gerade dem Text zu folgen. Das ist zwar kein schwerer Text, aber irgendwie lässt meine Konzentration ein bisschen nach, weil ich so halb am Schlafen bin irgendwie. Aber wird schon kommen. Er scheint nicht viel zu verlieren, dieser Mob. Sobald der Serienbalken durch Angriff Serien vollständig gefüllt ist, versetzt ein weiterer Schlag den Gegner in Schock. Ja, das kann ich mich noch erinnern. Angriffe auf einen Gegner in Schock verursachen enormen Schaden. Besonders gegen einen starken Gegner ist es eine clevere Taktik, mit flinken Angriffen den Serienbonus zu erhöhen und den Gegner in Schock zu versetzen. Allerdings sinkt der Serienbalken wieder, nachdem ein Gegner in Schock versetzt wurde. Ist der Serienbalken vollständig geleert, so erholt sich der Gegner von dem Schockzustand. Der haben wir ihn eh bald. Ja, super. So, Soldier. What's your aim? What? Classified military info? Huh? What's the matter? You quit, didn't you? Did you think I'm gonna go out there and just tell everybody your secret? My angle. I'm after the Foul Sea. Migration?
More like extermination. Huge. Haha, unser Freund. You stay here. So sorry. I didn't mean to. These people need heroes. Here. Snow. You keep your cool, and they will too. You got it? Got it. What's our motto? The army's no match for Nora. That a boy. Widerstandsfront, Brückland. Mm-hmm.